sehr unlieb ist es mir, dass Clara neulich den Brief an dich aus freilich durch meine Zerstreutheit veranlagtem Irrtum erbrach und las. Sie hat mir einen sehr tiefsinnigen, philosophischen Brief geschrieben, worin sie ausführlich beweiset, dass Coppelius und Coppola nur in meinem Inneren existieren und Phantome meines Ichs sind, die augenblicklich zerstäuben, wenn ich sie als solche erkenne. In der Tat, man sollte gar nicht glauben, dass der Geist, der aus solch hellem, holdlächelnden Kindesaugen oft wie ein lieblicher, süßer Traum hervorleuchtet, sogar verständlich so magistermäßig distinguieren könne. Sie beruft sich auf dich. Ihr habt über mich gesprochen. Du ließest ihr wohl logische Kollegia, damit sie alles fein sichten und sondern lerne. Lass das bleiben. Übrigens ist es wohl gewiss, dass der Wetterglashändler Giuseppe Coppola keineswegs der alte Advokat Coppelius ist. Ich höre bei dem erst neuerdings angekommenen Professor der Physik, der wie jener berühmte Naturforscher Spallanzani heißt und italienischer Abkunft ist, Kollegia. Der kennt den Coppola schon seit vielen Jahren und über dem hört man es auch seiner Aussprache an, dass er wirklich Piemontese ist. Coppelius war ein Deutscher, aber wie mich dünkt, kein Ehrlicher. Ganz beruhigt bin ich nicht. Haltet ihr, du und Clara, mich immerhin für einen düsteren Träumer, aber nicht los kann ich den Eindruck werden, den Coppelius' verfluchtes Gesicht auf mich macht. Ich bin froh, dass er fort ist aus der Stadt, wie mir Spallanzani sagt. Dieser Professor ist ein wunderlicher Kauz. Ein kleiner, rundlicher Mann, das Gesicht mit starkem Backenknochen, feiner Nase, aufgeworfenen Lippen, kleinen, stechenden Augen. Doch besser als in jeder Beschreibung siehst du ihn, wenn du den Cagliostro, wie er von Chodowicki, in irgendeinem berlinischen Taschenkalender steht, anschaust. So sieht Spallanzani aus. Neulich steige ich die Treppe herauf und nehme wahr, dass die sonst einer Glastüre dicht vorgezogene Gardine zur Seite einen kleinen Spalt lässt. Selbst weiß ich nicht, wie ich dazu kam, neugierig durchzublicken. Ein hohes, sehr schlank im reinsten Ebenmaß gewachsenes, herrlich gekleidetes Frauenzimmer saß im Zimmer vor einem kleinen Tisch, auf den sie beide Ärmel die Hände zusammengefaltet gelegt hatte. Sie saß der Türe gegenüber, sodass ich ihr engelschönes Gesicht ganz erblickte. Sie schien mich nicht zu bemerken und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres, beinahe möchte ich sagen, keine Sehkraft. Es war mir so, als schliefe sie mit offenen Augen. Mir wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise fort ins Auditorium, das daneben gelegen. Nachher erfuhr ich, dass die Gestalt, die ich gesehen, Spallanzanis Tochter Olympia war, die er sonderbarer und schlechter Weise einsperrt, so dass durchaus kein Mensch in ihre Nähe kommen darf. Am Ende hat es eine Bewandtnis mit ihr, sie ist vielleicht blödsinnig oder sonst. Weshalb schreibe ich dir aber das alles? Besser und ausführlicher hätte ich dir das mündlich erzählen können. Wisse nämlich, dass ich über 14 Tage bei euch bin. Ich muss mein süßes, liebes Engelsbild, meine Clara, wiedersehen. Weggehaucht wird dann die Verstimmung sein, die ich muss das gestehen, nach dem fatalen, verständigen Briefe meiner bemeistern wollte. Deshalb schreibe ich auch heute nicht an sie. 1000 Grüße, etc., etc., etc. Seltsamer und wunderlicher kann nichts erfunden werden, das dasjenige ist, was sich mit meinem armen Freunde, dem jungen Studenten Nathanael, zugetragen und was ich dir, günstiger Leser, zu erzählen unternommen. Hast du, geneigtester, wohl jemals etwas erlebt, das deine Brust, Sinn und Gedanken ganz und gar erfüllte, alles andere daraus verdrängend? Es gärte und kochte in dir, zu siedenden Glut entzündet, sprang das Blut durch die Adern und färbte höher deine Wangen. Dein Blick war so seltsam, als wolle er Gestalten, keinem anderen Auge sichtbar, im leeren Raum erfassen und die Rede zerfloss in dunkle Seufzer. Da frugen dich die Freunde, wie ist es ihnen, Verehrter? Was haben sie, Teurer? Und nun wolltest du das innere Gebilde mit allen glühenden Farben und Schatten und Lichtern aussprechen, mühtest dich ab, Worte zu finden, um nur anzufangen. Aber es war dir, als müsstest du nun gleich im ersten Wort alles Wunderbare, Herrliche, Entsetzliche, Lustige, Grauenhafte, das sich zugetragen, recht zusammengreifen, so dass es wie ein elektrischer Schlag alle treffe. Doch jedes Wort, alles was Rede vermag, schien dir farblos und frostig und tot. Du suchst und suchst und stotterst und stammelst und die nüchternen Fragen der Freunde schlagen wie eisige Windeshauche hinein in deine innere Glut, bis sie verlöschen will. Hattest du aber wie ein kecker Maler erst mit einigen verwegenen Strichen den Umriss deines inneren Bildes hingeworfen, so trugst du mit leichter Mühe immer glühender und glühender die Farben auf und das lebendige Gewühl mannigfacher Gestalten riss die Freunde fort und sie sahen, wie du, sich selbst mitten im Bilde, das aus deinem Gemüt hervorgegangen.
Mich hat, wie ich es dir, geneigter Leser, gestehen muss, eigentlich niemand nach der Geschichte des jungen Nathanael gefragt. Du weißt ja aber wohl, dass ich zu dem wunderlichen Geschlechte der Autoren gehöre, denen tragen sie etwas so in sich, wie ich es vorhin beschrieben, so zumute wird, als frage jeder, der in ihrer Nähe kommt und nebenher auch wohl noch die ganze Welt, was ist es denn? Erzählen Sie, Liebster. So trieb es mich, denn gar gewaltig von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu dir zu sprechen. Das Wunderbare, Seltsame davon erfüllte meine ganze Seele, aber eben deshalb und weil ich dich, oh mein Leser, gleich geneigt machen musste, Wunderliches zu ertragen, welches nichts Geringes ist, quälte ich mich ab, Nathanaels Geschichte bedeutend, originell, ergreifend anzufangen. Es war einmal der schönste Anfang jeder Erzählung zu nüchtern. In der kleinen Provinzialstadt es lebte. Etwas besser, wenigstens ausholend zum Klimax. Oder gleich medias in res. Scher sich zum Teufel, rief Wut und Entsetzen im wilden Blick der Student Nathanael als der Wetterglashändler Giuseppe Coppola. Das hatte ich in der Tat schon aufgeschrieben, als ich in dem wilden Blick des Studenten Nathanael etwas Possierliches zu verspüren glaubte. Die Geschichte ist aber gar nicht spaßhaft. Mir kam keine Rede in den Sinn, die nur im Mindesten etwas vom Farbenglanz des inneren Bildes abzuspiegeln schien. Ich beschloss, gar nicht anzufangen. Nimm, geneigter Leser, die drei Briefe, welche Freund Lothar mir gütigst mitteilte, für den Umriss des Gebildes, in das ich nun erzählend immer mehr und mehr Farbe hineinzutragen, mich bemühen werde. Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt wie ein guter Porträtmaler so aufzufassen, dass du es ähnlich findest, ohne das Original zu kennen. Ja, dass es dir ist, als hättest du die Person recht oft schon mit leibhaftigen Augen gesehen. Vielleicht wirst du, oh mein Leser, dann glauben, dass nichts wunderlicher und toller sei als das wirkliche Leben und dass dieses der Dichter doch nur wie in eines matt geschliffenen Spiegels dunklen Widerscheins auffassen könne. Damit klarer werde, was gleich anfangs zu wissen nötig ist, jenen Briefen noch hinzuzufügen, dass bald darauf, als Nathanaels Vater gestorben, Clara und Lothar, Kinder eines weitläufigen Verwandten, der ebenfalls gestorben und sie verwaist nachgelassen von Nathanaels Mutter ins Haus genommen wurden. Clara und Nathanael fassten eine heftige Zuneigung zueinander, wogegen kein Mensch auf Erden etwas einzuwenden hatte. Sie waren daher Verlobte, als Nathanael den Ort verließ, um seine Studien in G fortzusetzen. Da ist er nun in seinem letzten Brief und hört Kollegia bei dem berühmten Professor Physikes Spallanzani. Nun könnte ich getrost in der Erzählung fortfahren, aber in dem Augenblick steht Claras Bild so lebendig mir vor Augen, dass ich nicht wegschauen kann, so wie es immer geschah, wenn sie mich heut lächelnd anblickte. Für schön konnte Clara keineswegs gelten. Das meinten alle, die sich von Amts wegen auf Schönheit verstehen. Doch lobten die Architekten die reinen Verhältnisse ihres Wuchses, die Maler fanden Nacken, Schultern und Brust beinahe zu keusch geformt, verliebten sich dagegen sämtlich in das wunderbare Magdalenenhaar und faselten überhaupt viel von batonischem Kolorit. Einer von ihnen, ein wirklicher Phantast, verglich aber höchst seltsamerweise Claras Augen mit einem See von Ruiz Dael, in dem sich das wolkenlose, himmelsreines Azur, Wald und Blumenflur der reichen Landschaft ganz buntes, heitres Leben spiegelt. Dichter und Meister gingen aber weiter und sprachen, was See, was Spiegel, können wir denn das Mädchen anschauen, ohne dass uns aus ihrem Blick wunderbare himmlische Gesänge und Klänge entgegenstrahlen, die in unser Innerstes dringen, dass da alles wach und rege wird? Singen wir selbst dann nichts wahrhaft Gescheutes, so ist überhaupt nicht viel an uns, und das lesen wir denn auch deutlich in dem um Claras Lippen schwebenden feinem Lächeln, wenn wir uns unterfangen, ihr etwas vorzuquinkelieren, das so tun will, als sei es Gesang, unerachtet nur einzelne Töne verworren durcheinander springen. Es war dem so, Clara hatte die lebenskräftige Fantasie des heiteren, unbefangenen kindischen Kindes, ein tiefes, weibliches, zartes Gemüt, einen gar hellen, scharf sichtenden Verstand. Die Nebler und Schwebler hatten bei ihr böses Spiel, denn ohne zu viel zu reden, was überhaupt in Claras schweigsamer Natur nicht lag, sagte ihnen der helle Blick und jenes feine, ironische Lächeln, »Liebe Freunde, wie möget ihr mir denn zumuten, dass ich eure verfließende Schattengebilde für wahre Gestalten ansehen soll, mit Leben und Regung?« Clara wurde deshalb von vielen kalt, gefühllos, prosaisch gescholten, aber andere, die das Leben in klarer Tiefe aufgefasst, liebten ungemein das gemütvolle, verständige, kindliche Mädchen, doch keiner so sehr als Nathanael, der sich in Wissenschaft und Kunst kräftig und heiter bewegte.
Clara hing an dem Geliebten mit ganzer Seele. Die ersten Wolkenschatten zogen durch ihr Leben, als er sich von ihr trennte. Mit welchem Entzücken flog sie in seine Arme, als er nun, wie er im letzten Brief an Lothar es verheißen, wirklich in seiner Vaterstadt ins Zimmer der Mutter eintrat. Es geschah so, wie Nathanael geglaubt, denn in dem Augenblick, als er Clara wiedersah, dachte er weder an den Advokaten Coppelius noch an Claras Verlegenheit. Jede Verstimmung war verschwunden. Recht hatte aber Nathanael doch, als er seinem Freunde Lothar schrieb, dass des widerwärtigen Wetterglashändlers Coppola Gestalt recht feindlich in sein Leben getreten sei. Alle fühlten, dass der Nathanael gleich in den ersten Tagen in seinem ganzen Wesen durchaus verändert sich zeigte. Er versank in düstere Träumereien und trieb es bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt gewesen. Alles, das ganze Leben war ihm Traum und Ahnung geworden. Immer sprach er davon, wie jeder Mensch sich frei wähnend nur dunklen Mächten zum grausamen Spiel diene. Vergeblich lehne man sich dagegen auf. Demütig müsse man sich dem fügen, was das Schicksal verhängt habe. Er ging so weit zu behaupten, dass es töricht sei, wenn man glaube, in Kunst und Wissenschaft nach selbsttätiger Willkür zu schaffen. Denn die Begeisterung, in der man nur zu schaffen fähig sei, komme nicht aus dem eigenen Innern, sondern sei das Einwirken irgendeines außer uns selbst liegenden höheren Prinzips. Der verständigen Clara war diese mystische Schwärmerei im höchsten Grade zuwider, doch schien es vergebens, sich auf Widerlegung einzulassen. Nur dann, wenn Nathanael bewies, dass Coppelius das böse Prinzip sei, was ihn in dem Augenblick erfasst habe, als er hinter dem Vorhang lauschte und dass dieser widerwärtige Dämon auf entsetzliche Weise ihr Liebesglück stören werde, da wurde Clara sehr ernst und sprach: »Ja, Nathanael, du hast recht. Coppelius ist ein böses, feindliches Prinzip. Er kann Entsetzliches wirken, wie eine teuflische Macht, die sichtbarlich in das Leben trat, aber nur dann, wenn du ihn nicht aus Sinn und Gedanken verbannst. Solange du an ihn glaubst, ist er auch und wirkt. Nur dein Glaube ist seine Macht.« Nathanael, ganz erzürnt, dass Clara die Existenz des Dämons nur in seinem eigenen Innern statuiere, wollte dann hervorrücken mit der ganzen mystischen Lehre von Teufeln und grausamen Mächten. Clara brach aber verdrüßlich ab, indem sie irgendetwas Gleichgültiges dazwischen schob, zu Nathanaels nicht geringem Ärger. Der dachte, kalten, unempfänglichen Gemütern verschließen sich solche tiefen Geheimnisse, ohne sich deutlich bewusst zu sein, dass er Clara eben zu solchen untergeordneten Naturen zähle, weshalb er nicht abließ mit Versuchen, sie in jene Geheimnisse einzuweihen. Am frühen Morgen, wenn Clara das Frühstück bereiten half, stand er bei ihr und las ihr aus allerlei mystischen Büchern vor, dass Clara bat: »Aber lieber Nathanael, wenn ich dich nun das böse Prinzip schelten wollte, das feindlich auf meinen Kaffee wirkt, denn wenn ich wie du es willst alle stehen und liegen lasse und dir, indem du liestest, in die Augen schauen soll, so läuft mir der Kaffee ins Feuer und ihr bekommt alle kein Frühstück.« Nathanael klappte das Buch heftig zu und rannte voll Unmut fort in sein Zimmer. Sonst hatte er eine besondere Stärke in anmutigen, lebendigen Erzählungen, die er aufschrieb und die Clara mit den innigsten Vergnügen anhörte. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich, gestaltlos, so dass, wenn Clara schonend es auch nicht sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde. Nichts war für Clara tötender als das Langweilige. Im Blick und Rede sprach sie dann ihre nicht zu besiegende geistige Schläfrigkeit aus. Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig. Sein Verdruss über Claras kaltes, prosaisches Gemüt stieg höher. Clara konnte ihren Unmut über Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nicht überwinden und so entfernten beide im Innern sich immer mehr voneinander, ohne es selbst zu bemerken. Die Gestalt des hässlichen Coppelius war, wie Nathanael selbst es sich gestehen musste, in seiner Fantasie erbleicht und es kostete ihm oft Mühe, ihn in seinen Dichtungen, wo er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu kolorieren. Es kam ihm endlich ein, jene düstere Ahnung, dass Coppelius sein Liebesglück stören werde, zum Gegenstande eines Gedichts zu machen. Er stellte sich und Clara dar, in treuer Liebe verbunden, aber dann und wann war es, als griff er eine schwarze Faust in ihr Leben und risse irgendeine Freude heraus, die ihnen aufgegangen. Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Coppelius und berührt Claras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust wie blutige Funken, sengend und brennend. Coppelius fasst ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen, in wütendem Kampfe.
Aber durch dies wilde Tosen hört er Claras Stimme. Kannst du mich denn nicht erschauen? Coppelius hat dich getäuscht. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen. Sieh mich doch nur an. Nathanael denkt, das ist Clara. Und ich bin ihr eigen ewiglich. Da ist es, als fasst der Gedanke gewaltig in den Feuerkreis hinein, dass er stehen bleibt und im schwarzen Abgrund verraucht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen, aber es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich anschaut. Während Nathanael dies dichtet, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich den metrischen Zwang unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun endlich fertig geworden und das Gedicht für sich laut las, da fasste ihn Grausen und wildes Entsetzen und er schrie auf, »Wessen grauenvolle Stimme ist das?« Bald schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dichtung und es war ihm, als müsse Claras kaltes Gemüt dadurch entzündet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu dann Clara entzündet und wozu es denn nur eigentlich führen solle, sie mit den grauenvollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschick weissagten. Sie, Nathanael und Clara saßen in ihrer Mutter kleinem Garten. Clara war sehr heiter, weil Nathanael sie seit 3 Tagen, in denen er an jener Dichtung schrieb, nicht mit seinen Träumen und Ahnungen geplagt hatte. Auch Nathanael sprach lebhaft und froh von lustigen Dingen wie sonst, so dass Clara sagte, »Nun erst habe ich dich ganz wieder. Siehst du es wohl, wie wir den hässlichen Coppelius vertrieben haben?« Da fiel dem Nathanael erst ein, dass er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die Blätter hervor und fing an zu lesen. Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vermuten und sich darin ergebend, fing an ruhig zu stricken. Aber so, wie immer schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr den Nathanael ins Auge. Den riss seine Dichtung unaufhaltsamer fort. Hochrot färbten seine Wangen die innere Glut. Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich hatte er geschlossen, er stöhnte in tiefer Ermattung. Er fasste Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer. »Ach, Clara, Clara!« Clara drückte ihn sanft in ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst, »Nathanael, mein Herz, lieber Nathanael, wirf das tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer!« Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief Clara von sich stoßend, »Du lebloses, verdammtes Automat!« Er rannte fort, bittere Tränen vergoss die tief verletzte Clara. »Ach, er hat mich niemals geliebt, denn er versteht mich nicht«, schluchzte sie laut. Lothar trat in die Laube. Clara musste ihm erzählen, was vorgefallen. Er liebte seine Schwester mit ganzer Seele. Jedes Wort ihrer Anklage fiel wie ein Funke in sein Inneres, so dass der Unmut, den er wieder dem träumerischen Nathanael lange im Herzen getragen, sich entzündete zum wilden Zorn. Er lief zu Nathanael, er warf ihm das unsinnige Betragen gegen die geliebte Schwester in harten Worten vor, die der aufbrausende Nathanael ebenso erwiderte. Ein fantastischer, wahnsinniger Gag wurde mit einem miserablen, gemeinen Alltagsmenschen erwidert. Der Zweikampf war unvermeidlich. Sie beschlossen sich am folgenden Morgen hinter dem Garten nach dortiger akademischer Sitte mit scharf geschliffenen Stoßrapieren zu schlagen. Stumm und finster schlichen sie umher. Clara hatte den heftigen Streit gehört und gesehen, dass der Fechtmeister in der Dämmerung die Rapiere brachte. Sie ahnte, was geschehen sollte. Auf dem Kampfplatz angekommen hatten Lothar und Nathanael soeben düster schweigend die Röcke abgeworfen. Blutdürstige Kampflust im brennenden Auge wollten sie gegeneinander ausfallen, als Clara durch die Gartentür herbeistürzte. Schluchzend rief sie laut, »Ihr wilden, entsetzlichen Menschen, stoßt mich nur gleich nieder, ehe ihr euch anfallt, denn wie soll ich denn länger leben auf der Welt, wenn der Geliebte den Bruder oder wenn der Bruder den Geliebten ermordet hat?« Lothar ließ die Waffe sinken und sah schweigend zur Erde nieder, aber in Nathanaels Inneren ging im herzzerreißenden Wehmut alle Liebe wieder auf, wie er sie jemals in der herrlichen Jugendzeit schönsten Tagen für die holde Clara empfunden. Das Mordgewehr entfiel seiner Hand, er stürzte zu Claras Füßen. »Kannst du mir denn jemals verzeihen, du meine einzige, meine herzgeliebte Clara? Kannst du mir verzeihen, mein herzlieber Bruder Lothar?« Lothar wurde gerührt von des Freundes tiefem Schmerz. Unter 1000 Tränen umarmten sich die 3 versöhnten Menschen und schwuren, nicht voneinander zu lassen in steter Liebe und Treue. Dem Nathanael war es zumute, als sei eine schwere Last, die ihn zu Boden gedrückt, von ihm abgewälzt. Ja, als habe er Widerstand leistend der finsteren Macht, die ihn befangen, sein ganzes Sein, dem Vernichtung drohte, gerettet.
noch 3 selige Tage verlebte er bei den Lieben, dann kehrte er zurück nach G, wo er noch ein Jahr zu bleiben, dann aber auf immer nach seiner Vaterstadt zurückkehren gedachte. Der Mutter war alles, was sich auf Coppelius bezog, verschwiegen worden, denn man wusste, dass sie nicht ohne Entsetzen an ihn denken konnte, weil sie, wie Nathanael, ihm den Tod ihres Mannes schuld gab. Wie erstaunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte und sah, dass das ganze Haus niedergebrannt war, sodass aus dem Schutthaufen nur die nackten Feuermauern hervorragten. Unerachtet das Feuer in dem Laboratorium des Apothekers, der im unteren Stocke wohnte, ausgebrochen war, das Haus daher von unten herauf gebrannt hatte, so war es doch dem kühnen, rüstigen Freunden gelungen, noch zu rechter Zeit in Nathanaels im oberen Stock gelegenen Zimmer zu dringen und Bücher, Manuskripte, Instrumente zu retten. Alles hatten sie unversehrt in ein anderes Haus getragen und dort ein Zimmer in Beschlag genommen, welches Nathanael nun sogleich bezog. Nicht sonderlich achtete er darauf, dass er dem Professor Spallanzani gegenüber wohnte, und ebenso wenig schien es ihm etwas Besonderes, als er bemerkte, dass er aus seinem Fenster gerade hinein in das Zimmer blickte, wo oft Olympia einsam saß, sodass er ihre Figur deutlich erkennen konnte. Wie wohl die Züge des Gesichts undeutlich und verworren blieben. Wohl fiel es ihm endlich auf, dass Olympia oft stundenlang in derselben Stellung, wie er sie einst durch die Glastüre entdeckt, ohne irgendeine Beschäftigung an einem kleinen Tische saß und dass sie offenbar unverwandten Blickes nach ihm herüberschaute. Er musste sich auch selbst gestehen, dass er nie einen schöneren Wuchs gesehen. Indessen klarer im Herzen blieb ihm die steife, starre Olympia höchst gleichgültig und nur zuweilen sah er flüchtig über sein Kompendium herüber nach der schönen Bildsäule. Das war alles. Eben schrieb er an Clara, als es leise an die Türe klopfte. Sie öffnete sich auf seinen Zuruf und Coppolas widerwärtiges Gesicht sah hinein. Nathanael fühlte sich im Innersten erbeben, eingedenk dessen, was ihm Spallanzani über den Landesmann Coppola gesagt und was er auch rücksichts des Sandmanns Coppelius, der Geliebten, so heilig versprochen, schämte er sich aber selbst seiner kindlichen Gespensterfurcht, nahm sich mit aller Gewalt zusammen und sprach so sanft und gelassen als möglich. »Ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund. Gehen Sie nur.« Da trat aber Coppola vollends in die Stube und sprach mit heiserem Ton, indem sich das weite Maul zum hässlichen Lachen verzog und die kleinen Augen unter den grauen langen Wimpern stechend hervorfunkelten. »Ey, nix Wetterglas, nix Wetterglas. Hab auch schöne Auge«, entsetzt rief Nathanael. »Toller Mensch, wie kannst du Augen haben? Augen, Augen?« Aber in dem Augenblick hatte Coppola seine Wettergläser beiseite gesetzt und griff in die weite Rocktasche und holte Lorgnetten und Brillen heraus, die er auf den Tisch legte. »Nu, nu, Brille, Brille, auf der Nase zu setzen, das sind meine Ocke, schöne Ocke.« Und damit holte er immer mehr und mehr Brillen heraus, sodass es auf einem ganzen Tische seltsam zu flimmern und zu funkeln begann. 1000 Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten auf zu Nathanael, aber er konnte nicht wegschauen von dem Tisch und immer mehr Brillen legte Coppola hin und immer wilder und wilder sprangen flammende Blicke durcheinander und schossen in blutroten Strahlen in Nathanaels Brust. Übermannt vom tollen Entsetzen schrie er auf, halt ein, fürchterlicher Mensch. Er hatte Coppola, der eben in die Tasche griff, um noch mehr Brillen herauszubringen, unerachtet schon der ganze Tisch überdeckt war, beim Arm festgepackt. Coppola machte sich mit heiserem, widrigen Lachen sanft los und mit den Worten, »Ah, nix für Sie! Ich habe hier das grüne Glas!« hatte er alle Brillen zusammengerafft, eingesteckt und aus der Seitentasche des Rocks eine Menge großer und kleiner Perspektive hervorgeholt. So wie die Brillen fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig und an Clara denkend sah er wohl ein, dass der entsetzliche Spuk nur aus seinem Inneren hervorgegangen, sowie dass Coppola ein höchst ehrlicher Mechanikus und Optikus, keineswegs aber Coppelli verfluchter Doppelgänger und Revenant sein könnte. Zudem hatten alle Gläser, die Coppola nun auf den Tisch gelegt, gar nichts Besonderes, am wenigsten so etwas Gespenstisches wie die Brillen, und um alles wieder gut zu machen, beschloss Nathanael dem Coppola jetzt wirklich etwas abzukaufen. Er ergriff ein kleines, sehr sauber gearbeitetes Taschenperspektiv und sah, um es zu prüfen, durch das Fenster. Noch im Leben war ihm kein Glas vorgekommen, das die Gegenstände so rein, scharf und deutlich dicht vor die Augen rückte. Unwillkürlich sah er hinein in Spallanzanis Zimmer. Olympia saß, wie gewöhnlich, vor dem kleinen Tisch, die Arme darauf gelegt, die Hände gefaltet. Nun erschaute Nathanael erst Olympias wunderschön geformtes Gesicht. Nur die Augen schienen ihm gar seltsam starr und tot. Doch wie er immer schärfer und schärfer durch das Glas hinschaute, war es, als gingen in Olympias Augen feuchte Mondesstrahlen auf.
Es schien, als wenn nun erst die Sehkraft entzündet würde. Immer lebendiger und lebendiger flammten die Blicke. Nathanael lag wie festgezaubert im Fenster, immer fort und fort die himmlisch schöne Olympia betrachtend. Ein Räuspern und Scharren weckte ihn wie aus tiefem Traum. Coppola stand hinter ihm. Rezzacchini! 3 Dukat! Nathanael hatte den Optikus rein vergessen. Rasch zahlte er das Verlangte. Nix sucks, Xöneglas! Frug Coppola mit seinem widerwärtigen, heiseren Stimme und dem hämischen Lächeln. Ja, erwiderte Nathanael verdrießlich. Adieu, lieber Freund! Coppola verließ nicht ohne viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael das Zimmer. Er hörte ihn auf der Treppe laut lachen. Nun ja, meinte Nathanael. Er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Perspektiv gewiss viel zu teuer bezahlt habe. Indem er diese Worte leise sprach, war es, als halle ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch das Zimmer. Nathanaels Atem stockte vor innerer Angst. Er hatte ja aber selbst so aufgesetzt, das merkte er wohl. Clara, sprach er zu sich selber, hat wohl recht, dass sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher hält. Aber närrisch ist sie doch. Ach, wohl mehr als närrisch, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte das Glas und dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar ängstigt. Den Grund davon sehe ich gar nicht ein. Jetzt setzte er sich hin, um den Brief an Clara zu enden, aber ein Blick durchs Fenster überzeugte ihn, dass Olympia noch da säße und im Augenblick, wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff Coppolas Perspektiv und konnte nicht los von Olympias verführerischem Anblick, bis ihn Freund und Bruder Sigmund abrief ins Kollegium bei dem Professor Spallanzani. Die Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer war dicht zugezogen. Er konnte Olympia ebenso wenig hier als die beiden folgenden Tage hindurch in ihrem Zimmer entdecken. Unerachtet er kaum das Fenster verließ und fortwährend durch Coppolas Perspektiv hinüberschaute. Am dritten Tage wurden sogar die Fenster verhängt. Ganz verzweifelt und getrieben von Sehnsucht nach glühendem Verlangen lief er hinaus vors Tor. Olympias Gestalt schwebte vor ihm her in den Lüften und trat aus dem Gebüsch und guckte ihn an mit großen strahlenden Augen aus dem hellen Bach. Claras Bild war ganz aus seinem Inneren gewichen. Er dachte nichts als Olympia und klagte ganz laut und weinerlich: Ach du, mein hoher, herrlicher Liebestern, bist du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden und mich zu lassen in finsterer, hoffnungsloser Nacht? Als er zurückkehren wollte in seine Wohnung, wurde er in Spallanzanis Haus ein geräuschvolles Treiben gewahr. Die Türen standen offen, man trug allerlei Geräte hinein, die Fenster des ersten Stockes waren ausgehoben, geschäftigte Mägde kehrten und stäubten mit großen Haarbesen hin und her, fand inwendig klopften und hämmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb in vollem Erstaunen auf der Straße stehen. Er trat Sigmund lachend zu ihm und sprach: Nun, was sagst du zu unserem alten Spallanzani? Nathanael versicherte, dass er gar nichts sagen könne, da er durchaus nichts von Professor wisse, vielmehr mit großer Verwunderung wahrnehme, wie in dem stillen, düsteren Hause ein tolles Treiben und Wirtschaften losgegangen. Da erfuhr er dann vom Sigmund, dass Spallanzani morgen ein großes Fest geben wolle, Konzert und Ball und dass die halbe Universität eingeladen sei. Allgemein verbreitete man, dass Spallanzani seine Tochter Olympia, die er so lange jedem menschlichen Auge recht ängstlich entzog, zum ersten Mal erscheinen lassen werde. Nathanael fand eine Einladungskarte und ging mit hochklopfendem Herzen zur bestimmten Stunde, als schon die Wagen rollten und die Lichter in den geschmückten Sälen schimmerten, zum Professor. Die Gesellschaft war zahlreich und glänzend. Olympia schien sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man musste ihr schön geformtes Gesicht, ihrem Wuchs bewundern. Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige Dünne des Leibes schien von zu starkem Einschnitt bewirkt zu sein. Im Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. Das Konzert begann. Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine Bravour-Arie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz entzückt, er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht Olympias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olympia. Ach, da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang. Die künstlichen Rouladen schienen dem Nathanael das Himmelsjauchzen des in Liebe verklärten Gemüts und als nun endlich nach der Kadenz der langen Trilo recht schmetternd durch den Saal gellte, konnte er wie von glühendem Ärm plötzlich erfasst sich nicht mehr halten. Er musste vor Schmerz und Entzücken laut aufschreien: Olympia! Alle sahen sich um nach ihm. Manche lachten, der Domorganist schnitt aber noch ein finsteres Gesicht als vorher und sagte bloß: Nun. Das Konzert war zu Ende. Der Ball fing an. Mit ihr zu tanzen, mit ihr.
Das war nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, alles Strebens, aber wie sich erheben zu dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern. Doch, er selbst wusste nicht, wie es geschah, dass er, als schon der Tanz angefangen, dicht neben Olympia stand, die noch nicht aufgefordert worden, und dass er kaum vermögend, einige Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olympias Hand, er fühlte sich durchbebt vom grausigen Todesfrost, er starrte Olympia ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe und Sehnsucht entgegen, und in dem Augenblick war es auch, als fingen an, in der kalten Hand Pulse zu schlagen, das Lebensblut des Ströme zu glühen. Und auch in Nathanaels Innerem glühte höher auf die Liebeslust, er umschlang die schöne Olympia und durchflog mit ihr die Reihen. Er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben, aber an der ganzen eigenen rhythmischen Festigkeit, womit Olympia tanzte und die ihn oft ordentlich auf die Haltung brachte, merkte er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt. Er wollte jedoch mit keinem anderen Frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden, der sich Olympia näherte, um sie aufzufordern, nur gleich ermorden mögen. Doch nur zweimal geschah dies und zu seinem Erstaunen blieb darauf Olympia bei jedem Tanzen sitzen und er ermangelte nicht immer wieder sie aufzuziehen. Hätte Nathanael außer der schönen Olympia noch etwas anderes zu sehen vermocht, so wäre allerlei fataler Zank und Streit unvermeidlich gewesen, denn offenbar ging das halbleise, mühsam unterdrückte Gelächter, was sich in diesem und jenem Winkel unter den jungen Leuten hob, auf die schöne Olympia, die sie mit ganz kuriosen Blicken verfolgte. Man konnte gar nicht wissen, warum. Und durch den Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt hatte Nathanael alle ihm sonst eigene Scheu abgelegt. Er saß neben Olympia ihre Hand in der seinigen und sprach hochentflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er noch Olympia. Doch diese vielleicht, denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal über andere. Ach, ach, ach. Worauf der Nathanael also sprach. O du herrliche, himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt. Und noch mehr dergleichen, aber Olympia seufzte bloß immer wieder. Ach, ach. Der Professor Spallanzani ging einige Male bei den Glücklichen vorüber und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an. Dem Nathanael schien es, unerachtet er sich in einer ganz anderen Welt befand, mit einem Mal, als würde es hienieden beim Professor Spallanzani merklich finster. Er schaute um sich und wurde zu seinem nicht geringen Schreck gewahr, dass eben die zwei letzten Lichter in dem leeren Saal niederbrennen und ausgehen wollten. Längst hatte Musik und Tanz aufgehört. Trennung, Trennung, schrie er ganz wild und verzweifelt, er küsste Olympias Hand, neigte sich zu ihrem Munde, eiskalte Lippen begegneten seinen glühenden, so wie, als er Olympias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen erfasst, die Legende von der toten Braut ging plötzlich ihm durch den Sinn, aber fest hatte ihn Olympia an sich gedrückt, und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Der Professor Spallanzani schritt langsam durch den leeren Saal, seine Schritte klangen hohl wider und seine Figur, vom flackernden Schlagschatten umspiegelt, hatten ein graulich gespenstisches Ansehen. »Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dieses Wort, liebst du mich?« So flüsterte Nathanael, aber Olympia seufzte, indem sie aufstand, nur »Ach, ach.« »Ja, du mein holder, herrlicher Liebestand«, sprach Nathanael, »bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären, mein Inneres immer da.« »Ach, ach«, replizierte Olympia fortschreitend. Nathanael folgte, sie standen vor dem Professor. »Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit einer Tochter unterhalten«, sprach dieser lächelnd. »Nun, nun, lieber Herr Nathanael, finden Sie Geschmack daran, mit dem blöden Mädchen zu konvergieren? So sollen mir Ihre Besuche willkommen sein.« Einen ganz hellen, strahlenden Himmel in der Brust schied Nathanael von dann. Spallanzanis Fest war der Gegenstand des Gesprächs in den folgenden Tagen. Unerachtet der Professor alles getan hatte, recht splendid zu erscheinen, so wussten doch die lustigen Köpfe von allerlei Unschicklichkeiten und Sonderbaren zu erzählen, dass sich begeben. Und vorzüglich fiel man über die todstarre, stumme Olympia her, der man ihren schönen Äußern unerachtet total im Stumpfsinn andichtete und darin die Ursache finden wollte, warum Spallanzani sie so lange verborgen gehalten. Nathanael vernahm das nicht ohne inneren Grimm, indessen schwieg er, denn dachte er, würde es wohl verlohnen, diesen Burschen zu beweisen, dass eben ihr eigener Stumpfsinn es ist, der sie Olympias tiefes, herrliches Gemüt zu erkennen hindert. »Tu mir den Gefallen, Bruder«, sprach eines Tages Siegmund, »tu mir den Gefallen und sage, wie es dir gescheutem Kerl möglich war, dich in das Wachsgesicht, in die Holzpuppe da drüben zu vergaffen.« Nathanael wollte zornig auffahren, doch schnell besann er sich und erwiderte, »Sage du mir, Siegmund, wie deinem sonst alle schöne, klar auffassenden Blick, deinem regen Sinn Olympias himmlischer Liebreiz entgehen konnte. Doch
Eben deshalb habe ich, dank sei es dem Geschick, dich nicht zum Nebenbuhler, denn sonst müsste einer von uns blutend fallen. Siegmund merkte wohl, wie es mit dem Freunde stand, lenkte geschickt ein und fügte, nachdem er geäußert, dass in der Liebe niemals über den Gegenstand zu richten sei, hinzu. Wunderlich ist es doch, dass viele von uns über Olympia ziemlich gleich urteilen. Sie ist uns, nimm es mir nicht übel, Bruder, auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Ihr Wuchs ist regelmäßig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr. Sie könnte für Schulden gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich möchte sagen ohne Sehkraft wäre. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehmen, richtigen, geistlosen Takt der singenden Maschine und ebenso ist ihr Tanz. Und uns ist diese Olympia ganz unheimlich geworden, wir mochten nichts mehr mit ihr zu schaffen haben, es war uns so, als tue sie nur so, wie ein lebendiges Wesen und doch habe es mit ihr eine eigene Bewandtnis. Nathanael gab sich dem bitteren Gefühl, das ihm bei diesen Worten Siegmunds ergreifen wurde, durchaus nicht hin. Er wurde Herr seines Unmuts und sagte bloß sehr ernst: Wohl mag euch, ihr kalten, prosaischen Menschen, Olympia unheimlich sein, nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich Organisierte. Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken. Nur in Olympias Liebe finde ich meine selbst wieder. Euch mag es nicht recht sein, dass sie nicht in platter Konversation faselt, wie die anderen flachen Gemüter. Sie spricht wenig Worte, das ist wahr. Aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits. Doch für alles das habt ihr keinen Sinn und alles sind verlorene Worte. Behüte dich Gott, Herr Bruder, sagte Siegmund sehr sanft, beinahe wehmütig. Aber mir scheint, du seist auf bösem Wege. Auf mich kannst du rechnen, wenn alles... Nein, ich mag nichts weiter sagen. Dem Nathanael war es plötzlich erst, meine der kalte, prosaische Siegmund ist sehr treu mit ihm. Er schüttelte daher die ihm dargebotene Hand recht herzlich. Nathanael hatte rein vergessen, dass es eine Klare in der Welt gäbe, die er sonst geliebt. Die Mutter, Lothar, alle waren aus seinem Gedächtnis entschwunden. Er lebte nur für Olympia, bei der er täglich stundenlang saß und von seiner Liebe, von zum Leben erglühter Sympathie, von psychischer Wahlverwandtschaft fantasierte, welches alles Olympia mit großer Andacht anhörte. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben. Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane, Erzählungen. Das wurde täglich vermehrt mit allerlei ins Blaue fliegenden Sonetten, Stanzen, Kanzonen. Und das alles las er der Olympia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. Aber auch noch nie hatte er eine solch herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht, sie sah nicht durchs Fenster, sie fütterte keinen Vogel, sie spielte mit keinem Schoßhündchen, mit keiner Lieblingskatze, sie drehte keine Papierschnitzchen oder sonst etwas in der Hand, sie durfte kein Gähnen durch ein leises erzwungenes Husten bezwingen. Kurz, stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen, und immer glühender und lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand auch wohl den Mund küsste, sagte sie: Ach, ach, dann aber, gute Nacht, mein Lieber. Oh, du herrliches, du tiefes Gemüt, rief Nathanael auf seine Stube. Nur von dir allein werde ich ganz verstanden. Er bebte vor innerem Entzücken, wenn er bedachte, welch wunderbarer Zusammenklang sich in seinem und Olympias Gemüt täglich mehr offenbare. Denn es schien ihm, als habe Olympia über seine Werke, über seine Dichtergabe überhaupt recht tief aus seinem Inneren gesprochen. Ja, als habe die Stimme aus seinem Inneren selbst herausgetönt. Das musste dann wohl auch sein, denn mehr Worte als vorhin erwähnt sprach Olympia niemals. Erinnerte sich aber auch Nathanael in hellen, nüchternen Augenblicken, zum Beispiel morgens gleich nach dem Erwachen, wirklich an Olympias glänzliche Passivität und Wortkackheit, so sprach er doch: Was sind Worte? Worte! Der Blick ihres himmlischen Auges sagt mehr als jede Sprache hienieden. Vermag denn überhaupt ein Kind des Himmels, sich einzuschichten in den engen Kreis, den ein klägliches irdisches Bedürfnis gezogen? Professor Spallanzani schien hocherfreut über das Verhältnis seiner Tochter mit Nathanael. Er gab diesem allerlei unzweideutige Zeichen seines Wohlwollens und als Nathanael endlich wagte, von Ferne auf eine Verbindung mit Olympia anzuspielen, lächelte dieser mit dem ganzen Gesicht und meinte, er werde seine Tochter völlig freie Wahl lassen. Ermutigt durch diese Worte brennenden Verlangens im Herzen beschloss Nathanael gleich am folgenden Tag Olympia anzusehen, dass sie das unumwunden in deutlichen Worten ausspreche, was längst ihr holder Liebesblick ihm gesagt, dass sie sein Eigen immer da sein wollte. Er suchte nach dem Ringe, dem ihm beim Abschied die Mutter geschenkt,
um ihm Olympias, das Symbol seiner Hingebung, seines mit ihr aufkeimenden, blühenden Lebens darzureichen. Claras, Lothars Briefe fielen ihm dabei in die Hände. Gleichgültig warf er sie beiseite, fand den Ring, steckte ihn ein und rannte herüber zu Olympia. Schon auf der Treppe, auf dem Flur vernahm er ein wunderliches Getöse. Es schien aus Spallanzanis Studierzimmer hervorzuschallen. Ein Stampfen, ein Klirren, ein Stoßen, Schlagen gegen die Tür, dazwischen Flüche und Verwünschungen. Lass los, infamer Verruchter, darum Leib und Leben rangesetzt. So haben wir nicht gewettet. Ich hab die Augen gemacht. Ich, das Räderwerk. Dummer Teufel mit einem Räderwerk. Verfluchter Hund von einfältigen Uhrmacher. Fort mit dir, Satan. Halt, Pipendreher, teuflische Bestie. Halt fort, lass los. Es waren Spallanzani und des grässlichen Coppelius Stimmen, die so durcheinander schwirrten und tobten, hineinstürzte Nathanael von namenloser Angst ergriffen. Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen, die zerrten und zogen sie hin und her, streitend in voller Wut um den Besitz. Voll tiefen Entsetzens prallte Nathanael zurück, als er die Figur für Olympia erkannte. Aufflammend in wildem Zorn wollte er den Wütenden die Geliebte entreißen, aber in dem Augenblick wand Coppola sich mit Riesenkraft drehend die Figur dem Professor aus den Händen und er versetzte ihm mit der Figur selbst einen fürchterlichen Schlag, dass er rücklings über den Tisch auf den Fiolen, Retorten, Flaschen, gläsernen Zylindern standen, taumelte und hinstürzte. Alles Gerät klirrte in tausend Scherben zusammen. Nun warf Coppola die Figur über die Schulter und rannte mit fürchterlich gellendem Gelächter rasch fort die Treppe herab, sodass die hässlich herunterhängenden Füße der Figur auf den Stufen hölzern klapperten und dröhnten. Erstarrt stand Nathanael. Nur zu deutlich hatte er gesehen, Olympias toterbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen, statt ihrer schwarzer Höhlen. Sie war eine leblose Puppe. Spallanzani wälzte sich auf der Erde. Glasscherben hatten ihm Kopf, Brust und Arm zerschnitten. Wie aus Springquellen strömte das Blut empor, aber er raffte seine Kräfte zusammen. Ihm nach, was zauderst du? Coppelius, mein bestes Automat hat er mir geraubt. 20 Jahre daran gearbeitet, Leib und Leben dran gesetzt. Das Räderwerk, Sprache, Gang, meinen die Augen dir gestohlen. Verdammter, verfluchter, ihm nach, hol mir Olympia, da hast du die Augen. Nun sah Nathanael, wie ein paar blutige Augen auf dem Boden liegen, ihn anstarrten. Die ergriff Spallanzani mit der unverletzten Hand und warf sie nach ihm, dass sie seine Brust trafen. Da packte ihm der Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres hinein, Sinn und Gedanken zerreißend. Hui, 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 Feuerkreis, dreh dich, Feuerkreis, lustig, Holzpüppchen, hui, schön, Holzpüppchen, dreh dich. Damit warf er sich auf den Professor und drückte ihm die Kehle zu. Er hatte ihn erwürgt, aber das Getöse hatte viele Menschen herbeigelockt. Die drangen ein und rissen den wütenden Nathanael auf und retteten so den Professor, der gleich verbunden wurde. Siegmund, so stark er war, vermochte nicht den Rasenden zum Bändigen. Der schrie mit fürchterlicher Stimme immerfort, Holzpüppchen, dreh dich! Und schlug um sich mit geballten Fäusten. Endlich gelang es der vereinten Kraft mehrerer, ihm zu überwältigen, indem sie ihn zu Boden warfen und banden. Seine Worte gingen unter in entsetzlichem tierischen Gebrüll. So in grässlicher Raserei tobend wurde er nach dem Tollhause gebracht. Ehe ich, günstiger Leser, dir zu erzählen fortfahre, was sich weiter mit dem unglücklichen Nathanael zugetragen, kann ich dir, solltest du einigen Anteil an dem geschickten Mechanikus und Automatfabrikanten Spallanzani nehmen, versichern, dass er von seinen Wunden völlig geheilt wurde. Er musste indes die Universität verlassen, weil Nathanaels Geschichte Aufsehen erregt hatte und es allgemein für gänzlich unerlaubten Betrug gehalten wurde, vernünftigen Teezirkeln. Olympia hatte sie mit Glück besucht, statt der lebendigen Person eine Holzpuppe einzuschwärzen. Juristen nannten es sogar einen feinen und umso härter zu bestrafenden Betrug, als er gegen das Publikum gerichtet und so schlau angelegt worden, dass kein Mensch, ganz kluge Studenten ausgenommen, es gemerkt haben. Unerachtet jetzt alle Weise tun und sich auf allerlei Tatsachen berufen wollten, die ihnen verdächtig vorgekommen. Diese letzteren brachten aber eigentlich nichts Gescheutes zutage. Dann konnte zum Beispiel wohl irgendjemand verdächtig vorgekommen sein, dass nach der Aussage eines eleganten Theisten Olympia gegen alle Sitte öfter genieset als gegähnt hatte. Ersteres meinte, der Elegant sei das Selbstaufziehen des verborgenen Triebwerks gewesen, merklich habe es dabei geknarrt und so weiter. Der Professor der Poesie und Beredsamkeit nahm eine Prise, klappte die Dose zu, räusperte sich und sprach feierlich. Hoch zu verehrende Herren und Damen, merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie, eine fortgeführte Metapher. Sie verstehen mich, sapiente satt.
Aber viele hochzuverehrende Herren beruhigten sich nicht dabei. Die Geschichte mit dem Automat hatte tief in ihrer Seele Wurzeln gefasst und erschlich sich in der Tat abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Figuren ein. Und nun ganz überzeugt zu werden, dass man keine Holzpuppe liebe, wurde von mehreren Liebhabern verlangt, dass die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, dass sie beim Vorlesen sticke, stricke, mit dem Möpschen spiele und so weiter. Vor allem Dinge aber, dass sie nicht bloß höre, sondern auch manchmal in der Art spreche, dass die Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetze. Das Liebesbündnis vieler wurde fester und dabei anmutiger, andere dagegen gingen leise auseinander. Man kann wahrhaftig nicht dafür stehen, sagte dieser und jener. In den Tees wurde unglaublich gegähnt und niemals genieset, um jeden Verdacht zu begegnen. Spallanzani musste, wie gesagt, fort, um der Kriminaluntersuchung wegen des der menschlichen Gesellschaft betrügerischerweise untergeschobenen Automats zu entgegen. Coppola war auch verschwunden. Nathanael erwachte wie aus schwerem, fürchterlichen Traum. Er schlug die Augen auf und fühlte, wie ein unbeschreibliches Wonnegefühl mit sanfter himmlischer Wärme ihn durchströmte. Er lag in seinem Zimmer in des Vaters Hause auf dem Bette. Clara hatte sich über ihn hingebeugt und unfern standen die Mutter und Lothar. Endlich, endlich, oh mein Herz, lieber Nathanael, nun bist du genesen von schwerer Krankheit, nun bist du wieder mein. So sprach Clara recht aus tiefer Seele und fasste dem Nathanael in die Arme. Aber dem quollen vor lauter Wehmut und Entzücken die hellen, glühenden Tränen aus und er stöhnte tief auf. Meine Clara. Siegmund, der getreulich ausgeharrt bei dem Freund in großer Not, trat herein. Nathanael reichte ihm die Hand. Du treuer Bruder hast mich doch nicht verlassen. Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Bald erkräftigte sich Nathanael und der sorglichen Pflege der Mutter, der Geliebten, der Freunde. Das Glück war unterdessen in das Haus eingekehrt, denn ein alter karger Oheim, von dem niemand etwas gehofft, war gestorben und hatte der Mutter nebst einem nicht unbedeutenden Vermögen ein Gütchen in einer angenehmen Gegend unfern der Stadt hinterlassen. Dort wollten sie hinziehen, die Mutter, Nathanael und seine Clara, die er nun zu heiraten gedacht, und Lothar. Nathanael war milder, kindlicher geworden, als er es je gewesen und erkannte nun erst recht Claras himmlisch reines, herrliches Gemüt. Niemand erinnerte ihn auch nur durch den leisesten Anklang an die Vergangenheit. Nur als Siegmund von ihm schied, sprach Nathanael: Bei Gott, Bruder, ich war auf schlimmem Wege, aber zu rechter Zeit leitete mich ein Engel auf dem lichten Pfad. Ach, es war ja Clara. Siegmund ließ ihn nicht weiterreden. Aus Besorgnis tief verletzende Erinnerungen möchten ihm zu hell und flammend aufgehen. Es war an der Zeit, dass die vier glücklichen Menschen nach dem Gütchen ziehen wollten. Zur Mittagsstunde gingen sie durch die Straßen der Stadt. Sie hatten manches eingekauft, der hohe Radsturm warf seinen Riesenschatten über den Markt. Ei, sagte Clara, steigen wir doch noch einmal herauf und schauen in das ferne Gebirge hinein. Gesagt, getan. Beide, Nathanael und Clara, stiegen herauf, die Mutter ging mit der Dienstmagd nach Hause und Lothar, nicht geneigt, die vielen Stufen zu erklettern, wollte unten warten. Da standen die beiden Liebenden Arm in Arm auf der höchsten Galerie des Turms und schauten hinein in die duftige Waldung, hinter denen das blaue Gebirge wie eine Riesenstadt sich erhob. Sieh doch, den sonderbaren kleinen grauen Busch, der ordentlich auf uns loszuschreien scheint, frug Clara. Nathanael fasste mechanisch nach der Seitentasche. Er fand Coppolas Perspektiv, er schaute seitwärts. Clara stand vor dem Glase. Da zuckte es krampfhaft in seinem Pulse und Adern. Totenbleich starrte er Clara an, aber bald glühten und sprühten Feuerströme durch die rollenden Augen. Grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes Tier. Dann sprang er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er in schneidendem Ton: Holzpüppchen, dreh dich! Holzpüppchen, dreh dich! Und mit gewaltiger Kraft fasste er Clara und wollte sie herabschleudern, aber Clara krallte sich in verzweifelter Todesangst fest an das Geländer. Lothar hörte den rasenden Toben, er hörte Claras Angstgeschrei, grässliche Ahnung durchflog ihn, er rannte herauf, die Tür der zweiten Treppe war verschlossen. Stärker hallte Claras Jammergeschrei, unsinnig vor Wut und Angst stieß er gegen die Tür, die endlich aufsprang. Matter und matter wurden nun Claras Laute: Hilfe, rette, rettet! So erstarb die Stimme in dem Lüften. Siehst hin, ermordet von dem Rasenden, schrie Lothar auf. Auch die Tür zur Galerie war zugeschlagen. Die Verzweiflung gab ihm Riesenkraft. Er sprengte die Tür aus den Angeln. Gott im Himmel, Clara schwebte von dem rasenden Nathanael erfasst über der Galerie in den Lüften. Nur mit einer Hand hatte sie noch die Eisenstäbe umklammert. Rasch wie der Blitz erfasste Lothar die Schwester, zog sie hinein und schlug in demselben Augenblick mit geballter Faust dem Wütenden ins Gesicht, dass er zurückprallte und die Todesbeute fallen ließ. Lothar rannte herab, die ohnmächtige Schwester in den Arm. Sie war gerettet. Nun raste Nathanael herum auf der Galerie und sprang hoch in die Lüfte und schrie: Feuerkreis, dreh dich! Feuerkreis, dreh dich!
Die Menschen liefen auf das wilde Geschrei zusammen. Unter ihnen ragte riesengroß der Advokat Coppelius hervor, der eben in die Stadt gekommen und geraden Weges nach dem Markt geschritten war. Man wollte herauf, um sich den Rasenden zu bemächtigen. Da lachte Coppelius sprechend. Wartet nur, der kommt schon herunter von selbst. Und schaute wie die übrigen hinauf. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen. Er bückte sich herab, wurde dem Coppelius gewahr und mit gellendem Schrei. Schöne Ocke, sprang er über das Geländer. Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Türe eines schönen Landhauses saß und vor ihr zwei muntere Knaben spielten. Es wäre daraus zu schließen, dass Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, das ihrem heiteren, lebenslustigen Sinn zusagt und das ihr der im Inneren zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können.